Im Bugamau. Über dieses fröhliche Hallihallo, meine Lieben. Das ist bestimmt YouTuber, oder? Dieses Motocrossen oder was mit dem Fahrrad? So eine Anfänger-YouTuber. Oder vielleicht das Gegenteil, so von wegen, es ist richtig hart, aber Sugar machen. So ein richtig fetter Fail. Sugar Mountain. Motocross? Biggest Fail? Ist unser Kanalname wirklich so absurd? Also was die Leute wirklich über uns denken und was sie sonst noch so auf YouTube gucken, da haben wir uns mal auf der Straße umgehört und das Ergebnis seht ihr jetzt. Nennen Sie ein Merkmal eines YouTubers. Aber dieses fröhliche Hallihallo, meine Lieben. Style. Style. YouTuber. Style. Bodenständig, abgehoben. Bodenständig? Ja. Bunte Haare? Nennen Sie etwas, das man auf YouTube guckt. Also ich habe schon Baby's Beauty Palace. Baby's Beauty Palace. Le Floyd. Le Floyd. Ja, das kommt hier. Fun for Louis. Er macht so, der reist so um die Welt. Dagi B. Ja. Wie heißt er? Jonas. Julienko. I. N. S. Nikki Tutorials. Nikki Tutorials. Ja, weil sie nicht im Gegensatz zu allen anderen Beauty-YouTubern nicht diesem Ideal spricht. Ja, kennst du keinen? Nein. Keinen? C. C. O. Ja. P. 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 E. E. 21. Weil sie ein bisschen dicker ist und auch Unreinheiten in der Haut und sowas und das auch zeigt. Ich mag sie gern. Was würdet ihr euren Freunden auf YouTube zeigen? Lustige Videos. Ja. So Fails wahrscheinlich. Ja. Ja. Irgendwas Witziges. Zum Fail Army zum Beispiel. Face. Fails, ja. Okay. Schon dreimal, ne? Das läuft hier, Fails. So ein Challenge noch. Challenges. Ja, oder do it yourself. Ja. Do it yourselves. So ein richtig fetter Fail. Was stört dich auf YouTube? Werbung. Werbung. Die Werbung. 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 Sollten wir keine Werbung mehr schalten, Julian? Also verdienen wir kein Geld. Verdienen wir aber sowieso schon nicht. Was stört euch auf YouTube? Die Werbung. Werbung. Das ist alles, wie Kommerz gemacht worden ist. Also verdienen wir kein Geld. Nennen Sie etwas, das Ihnen zu mir einfällt. Das war danke. Du bist ein bestimmt YouTuber, oder? Du bist lustig. Spontan. Spontan, lustig, humorvoll. Ja, sympathisch. Bekannter YouTuber. Ja. Ja. Du ziehst die Leute so mit in dein Bann. Oh, geil. Wie alt schätzt du mich denn? 53. 53? Nein. Ich hab gemerkt, du bist die Lustige. Du bist sehr ruhig. Du bist bestimmt auch lustig, ne? Ich kann auch lustig. Aber du kannst, du musst erstmal richtig. Naja, nee, kannst du nicht. Doch. Oh, 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 jetzt zerbrechen wir schon Freundschaft. Jetzt, guck mal. Das ist meine Schwester. Ja. Cool. Wir reden zu Hause. Da gibt es richtig Stress nachher zu Hause. Was gibt es nicht so auf YouTube? Also was gibt es da irgendwas, was es da nicht gibt? Was würde dir da einfallen? Man findet schon alles. Also, das ist halt echt schwer. Gibt alles. Es gibt alles. Ja. Gibt alles. Ja, so gute Videos gibt es jetzt nicht so häufig. Aber also gute Videos gibt es nicht auf YouTube. Nee. Wie etwas, das Ihnen zu Sugar Mountain einfällt? Nee, nicht. Kenne ich nicht. Ist das nicht Charlie, das Einhorn? Charlie das Einhorn, das schreibe ich einfach mal ein. Charlie das Einhorn. Geil! Das war krass. Actionspiel, so abenteuermäßig würde ich sagen. Action, Abenteuer, das passt, das passt. Oh, das passt, das passt. Abenteuer passt. Dieses Motocrossen oder was mit dem Fahrrad so und dann Berge rumfahren und sowas und das irgendwie vielleicht auf die softe Art oder sowas. Oder vielleicht das Gegenteil, so von wegen, es ist richtig hart, aber Sugar machen. Ich kann raus damit. Nicht sagen. Komm, sag ruhig. So eine Anfänger-YouTuber. Oh. Merkmal eines guten YouTube-Videos? Gutes Bearbeiten und so. Also man halt viel reingibt. Die Bearbeitung. Das interessant ist, also dass man bis zum Ende guckt. Am Schnitt merkt man das, ne? Schnitt. Qualität, Struktur. Also es muss strukturiert sein und nicht durcheinander. Das mehr YouTube als Fernsehen. Ja. Immer witzig machen. Und wenn man bei Games richtig Leute abknallt, dann wahrscheinlich auch mehr. Ja. Cooler, wenn mehr Blut fließt, ne? Ja, genau. Ja, mehr Blut. So, oder so ein langer One-Take, das ist auch gut. Das machen aber viele, ne? So als stilistische Mitte. Das kann auch gut sein, manchmal nicht. Ja. Manchmal könnte es auch irgendein Scheiß sein und man kommt trotzdem nicht zu Ende. Auch Scheiß.
Ich weiß nicht, also ich glaube, man merkt es, wenn YouTuber das mit Herzblut machen, wenn die da wirklich dabei sind und Spaß haben. Mit, egal mit was sie machen. Also ich meine, muss mich ja nicht dafür interessieren, aber dann geht man doch mit einer ganz anderen Haltung da an. Also du würdest dir lieber zwei Typen angucken, die versuchen Geld im Internet zu verdienen, aber die ganze Zeit dabei auf die Schnauze fallen. Genau. Das würdest du gut finden. Sehr gut. Macht's gut, ne? Macht's gut. Tschüss. Schönen Tag. Ja, macht's gut. So eigenen YouTube-Channel haben, ist das so wie bei mir früher in den 90ern, dass man mal so eine Phase hat, wo man Jojo gespielt hat?